Hallo, ich bin Martha von Marthas Flechtwerk und schon lange steht auf meiner To-Do-Liste ein Video zu dem Thema. Das ist nämlich ein Körbchen aus Nadel von einer Kieferart, von der Gelbkiefer. Und es gibt schon einige schöne Videos zu dem Thema. Ich wollte aber so ein bisschen allgemeiner über verschiedene Materialien was erzählen und über, also sowohl Materialien, die man verwendet zum also diesem Wulst machen, als auch die Materialien, die man zum Binden, also zum Vernähen verwenden kann. Also diese Faden, diese Bindfaden. Genau, ich zeige euch ein paar Beispiele, die ich gemacht habe. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, ganz am Anfang, wo ich einen Korb geflochten habe, also Korb gebunden habe. Diese Technik heißt nämlich Korbe binden und nicht Korbe flechten. Da habe ich einen Korb aus Gras gemacht und mittlerweile habe ich schon eine kleine Sammlung aus Körben aus verschiedenen Materialien. Und ja, das möchte ich euch ein bisschen in diesem Video zeigen. Viel Spaß beim Gucken. Was ich natürlich im Video nicht zeigen kann, ist, wie gut dieses Körbchen duftet. Das musst ihr mir einfach glauben. Das ist einfach ein sehr schöner Duft, ein spezieller Duft, sehr harziger Duft, aber wirklich ein spezieller Duft. Ich empfehle einfach, das auszuprobieren. Das erste hier ist ein Körbchen aus Kiefernnadel. Das zweite ist gemacht aus den Stielen vom Spitzwegerich. Dieser Topfuntersetzer ist ebenfalls aus den Stielen vom Spitzwegerich und gebunden mit Bast. Das ist eben der Bast, mit dem ich das gebunden habe. Ich bevorzuge aber so einen gewachsenen Faden, der eigentlich für Ledernähen gedacht ist. Man kann aber auch eine Hanfschnur benutzen, die finde ich aber nicht so attraktiv. Und hier ist ein Körbchen gebunden mit Bast und gemacht mit Roggenstroh. So sah mein Spitzwegerich aus, als ich damit gearbeitet habe. Da war es noch grün, dann wurde es braun. Hier habe ich eine Simse gebunden mit einem Band aus Bambus. Und das hier wird ein Korb aus Ginster und gebunden mit Haselnussband, ein Holzband. Das ist ebenfalls Ginster gebunden mit Hanfschnur. Und hier ist Roggenstroh gebunden mit Weidenband. Und das hier war ein sehr aromatisches Projekt, ein Körbchen aus Lavendel. Auch eine Binse kann man zu einer Tasche verarbeiten, gebunden mit Bast. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aus welchem Gras diese zwei Topfuntersetzer gemacht sind, aber gebunden sind sie mit Hanfschnur. Auch solche Spielereien sind möglich, aber vielleicht nicht unbedingt nötig. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Kiefernnadelprojekt. Die getrockneten Kiefernnadel werden erstmal mit heißem Wasser, hier habe ich auf 70 Grad erhitzt, erstmal eingeweicht. Dadurch werden sie richtig elastisch und biegsam. Sie müssen im Wasser erstmal ein paar Minuten liegen bleiben. Sobald das Wasser ein bisschen abgekühlt ist, entferne ich diese braunen Enden, diese braunen Spitzen von den Nadeln. Das ist eine sehr fummelige Arbeit, es gehört aber dazu. Der Anfang ist immer ein bisschen tricky. Zuerst nehme ich ein Bündel Nadel und wickle ungefähr 5 cm davon ganz dicht mit dem Faden. Dieser Anfang wird so zusammengeklappt und gerollt wie eine ganz enge Schnecke. Dann steche ich mit der Nadel einmal komplett durch diese Schnecke durch. Dann wird weiter vernäht und gebunden, und so dass die ersten Stiche immer durch die Mitte von dieser Schnecke durchgehen, und dann irgendwann hakt man quasi nur die äußeren Faden auf, und so wird das immer weiter gebunden. Bei dem Nähen ist die Handhaltung wichtig. Die eine Hand bedient die Nadel, die andere Hand währenddessen hält den Bündel. Und je nachdem, ob wir hier mit einem Linkshänder oder Rechtshänder zu tun haben,
wird der Korb entweder im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn gebunden. Ob man dabei von oben nach unten oder von unten nach oben sticht, ist eigentlich eine Geschmackssache. Ich mache es lieber von oben. Bei dem Nähen achtet man auf gleichmäßige Abstände zwischen den Schlingen. Da der Umfang immer größer wird, muss man ab und zu eine zusätzliche Umdrehung machen. Sobald der Boden die gewünschte Größe erreicht hat, klettert man quasi mit dem Wulst immer weiter nach oben und arbeitet entweder ganz gerade parallel nach oben oder schräg nach außen, je nachdem, wie es man haben will. Damit das Ende schön harmonisch aussieht und gleichmäßig aufhört, lasse ich den Bündel immer dünner werden. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo oder einen Daumen hoch freuen oder beides. Und ich werde mal dieses Teil mal weiter flechten, weiterbinden. Und da freue ich mich schon drauf. Übrigens, das hier ist mein neuer Gartenschuppen und ich habe jetzt gerade getestet, ob der sich auch als Filmstudio eignet. Und ich glaube, das gefällt mir hier ganz gut. Und ich bin hier ganz gerne. Also, demnächst seht ihr mich öfters hier.